noch erfahrener ist nur die Dame aus Ecuador, Marina Escobar Guerrero. Also ausgestattet mit einer großen Erfahrung, die Russin. 92 Kilogramm, die Last, die derzeit für die Führung reicht. Aber das könnte sich jetzt schon wieder ändern bei Julia Kalina aus der Ukraine, denn sie möchte 94 Kilogramm nehmen. Die dritte der Olympischen Spiele von London, also vor einem Jahr, als sie 106 gerissen hat und 129 gestoßen hat. Hier, diese Daumenklemme, schön zu sehen gewesen. Erster Daumen, dann die Finger drüber. Ja, so ein Sicherheitsversuch, wie wir diese immer nennen. Das heißt also, wenn die Athleten noch ein bisschen aufgeregt sind, weil sie noch nicht im Wettkampf drin sind. Angst haben, dass der erste Versuch, der so wichtig ist, auch für das Selbstvertrauen, vielleicht nicht gelingt. Da heben dann einige so ein bisschen mit der Bremse mit angezogener. Man verliert so etwas das Körpergefühl, das Gefühl für die Hantel, die Technik leidet drunter. Und dann kann es eben sein, dass diese Versuche dann so aussehen, nicht ganz ausgezogen, etwas zu weit vorn stehen gelassen. So auch bei ihr gerade zu sehen. Joanna Lorowska kommt zu ihrem dritten und letzten Versuch des Reißens. Nochmal um 2 Kilogramm gesteigert, von 92 auf 94 Kilogramm. Kann also damit die Führung übernehmen, liegt zurzeit auf dem dritten Rang. Die drückt zu sehr von oben. Also hat man schön gesehen, die Zughöhe war noch nicht ganz ausreichend. Sie setzt sich dann in die Hocke und da hatte sie aber gar keine Zeit mehr, Bremskräfte aufzubringen, denn die Hantel war schon zu weit unten. Und damit drücken die dann sofort auf die Ellenbogengelenke. Sie hat auch keine Chance, die Hantel wirklich noch in den Schwerpunkt zu ziehen. Denn die Hantel treibt ja dann, wenn sie nach unten kommt, auch etwas nach hinten. Aber wenn eben die Zughöhe nicht ausreicht, dann hat sie die Zeit nicht mehr dafür. Und dann muss sie sie fallen lassen. Ja, wenn man den Vergleich aber sieht zur Europameisterschaft, wo sie nur 90 Kilogramm gerissen hat, war das schon ein bisschen besser mit ihren 92. Da wollte man sie auch mal in Richtung persönliche Bestleistung schicken. Aber hier geht's weiter. Rumänien. Thoma. Die Vize-Europameisterin dieses Jahres. Da war bei 93 Schluss. An 96 im dritten Versuch war sie gescheitert. So, den würde ich jetzt gerne mal von der Seite sehen, denn das war sehr, sehr interessant, wie der ihr auch drohte, ganz leicht nach vorn zu gehen. Und sie hat ihn ganz clever, als sie noch in der Hocke war, wieder zurückgezogen und ist dann erst aufgestanden. Ja, was man schön gesehen hat, dass sie da im Hüftgürtelbereich gearbeitet hat. Man hat gesehen, die Hüfte geht etwas nach vor, dadurch die Knie bewegen sich. Also schöne Ausgleichbewegungen, um die Hantel da im Schwerpunkt zu halten. So, Sie sehen, der technische Delegierte ist sicherheitshalber einen Schritt nach rechts gegangen, als die Russin kam, Elena Schadrina, denn man will ja noch bei anderen Wettkämpfen zum Einsatz kommen. So gut wie der erste Versuch aussah. Also, das war ja seltsam gerade. So schlecht war jetzt der zweite Versuch. Hat die Hantel auch wieder schön fliegen lassen. Also Kraftwerte sind enorm, aber eben nicht konsequent wieder in den Schwerpunkt gezogen. Auch diese Last lässt sie halt zu weit vorn stehen. Schön gesehen, schön zu sehen gewesen gerade bei der Zugübung, sprich also beim Beschleunigen, die Hantel zu weit nach vorn rausgelassen. Ja, natürlich schön, wenn wir ein bisschen mehr Zeitlupe sehen könnten. Julia Kalina. Bei der Europameisterschaft war auch eine Ukrainerin am Start, Katharina Driumova war das, die vierte war am Ende, hier also eine andere Ukrainerin. Wieder Daumenklemme. Ich
nicht der Gleiches Problem, Zuke wäre soweit ausreichend gewesen, aber auch sie lässt die Hantel nur fliegen, lässt sie nach oben treiben, setzt sich dann in die Hocke, wartet, was passiert, aber dadurch, dass sie der Hantel nicht den Impuls noch ein Stück nach hinten mitgibt, stehen die dann zu weit vorn, hier ist schön zu sehen gewesen, und fallen dann runter. Also nur senkrecht nach oben ziehen reicht einfach nicht. Das weiß auch sie, aber ob sie es umsetzen kann, die Anweisung des Trainers, das werden wir gleich sehen. Geht also nochmal an die gleiche Last, die eben gerade nicht funktioniert hat, diese 96 Kilogramm für die Russin Elena Shadrina. So. So, auch der kleine Schritt nach vorne, aber trotzdem von der Kraft her war ihr sicherlich irgendwie nie so richtig das Problem gewesen. Ja, auch etwas nach vorn geschleudert an der Hüfte, aber dann wenigstens so weit wieder zurückgezogen, dass sie durch diesen Schritt nach vorn diese Last dann noch retten konnte. Somit ist die Russin jetzt die derzeit führende mit 96 Kilogramm. Aber vier Damen haben wir noch gar nicht gesehen, die noch gar nicht in den Wettkampf eingegriffen haben. Und jetzt geht es erstmal weiter mit der Ukrainerin Julia Kalina. 24 Jahre alt, 57,84 Kilogramm ihr heutiges Körpergewicht. Und ich hatte es gesagt, dritte war sie bei den Olympischen Spielen im letzten Jahr. 97 Kilogramm, hat nochmal gesteigert um 1 Kilogramm, obwohl sie die 96 nicht geschafft hat im zweiten Versuch. So, okay, damit dann eben nur den ersten Versuch. Also mit der Ausnahme von Shadrina, eben mit dem gültigen über 96, haben uns die Damen bei den letzten Versuchen nicht so richtig viel Spaß gemacht. Mit den vielen ungültigen über 97 Kilogramm. So, das rumänische Team und die Damen aus Ecuador stehen bereit, wobei die Rumänin Loredana Elena Toma die erste zu sein scheint. Denn 97 Kilogramm nehmen und Escobar dann 98 für ihren ersten Versuch. Dann fehlen uns noch die Nordkoreanerin Ri, die Taiwanerin Kuo. Ja, zeigt an, 97 Kilogramm. Yes, I know. Okay. So. Kurze Diskussion, weil es sind schon 98 drauf. Die wollten garantiert 97 haben. Ein bisschen wie ein Bazar. Ja. Da handelt man auch die Lasten dann aus. So, das ist die Jury, die natürlich auch so ein bisschen ein Auge drauf hat. So, naja. Also auf 98, jetzt müssen sie 98 mitnehmen. Na gut, dann okay. Eben 98. So war aber irgendwie der Trainer. Ne? Komische Aktion. Also, ich hatte es gesagt, sie die erfahrenste hier mit 33 Jahren. Hat die panamerikanischen Meisterschaften in diesem Jahr gewinnen können. Mit 98 Kilogramm Reißen, also mit der Last, mit der sie hier anfängt. Ja, lässt sie aber schön fliegen. Also. Ja, fandst du? Hm, nicht? Die Füße ein bisschen träge vom Sitzen. Eigentlich immer ein Ausdruck dafür, dass die Zughöhe doch recht knapp war. Aber kann natürlich auch, haben wir es gesehen? Ja. Gar nicht richtig abgehoben, die Füße. Und kann natürlich auch sein, dass auch bei ihr so ein Sicherheitsversuch war. Aber bin ich mal gespannt, was da am zweiten noch passiert.
So, jetzt die Rumänin mit 98 Kilogramm dann eben. Körpergewicht 57,92, ist damit also schwerer und zwar um 600 Gramm als die Dame aus Ecuador. Könnte also nicht in Führung gehen. Könnte aber von Rang 3 auf Rang 2 kommen für den Moment. So, mal sehen. Also eigentlich, wir gehen fast davon aus, dass er nur 97 geplant war. So, und warum auch immer das passiert ist, dass sie jetzt hier 98 nehmen muss, ob es die Coaches verschlafen haben oder ob es ein Datenübermittlungsfehler war oder was auch immer. Denn der Trainer hat ja vorhin noch angezeigt, 97, wir wollen 97. Dieses eine Kilo war vielleicht zu viel, auch vielleicht für den Kopf. Ne? Ja, da würde man sagen, ach komm jetzt, wir nehmen nicht 97, wir nehmen 98, machst du auch, aber das kann schon so einen kleinen Schalter auslösen. Ja, auf alle Fälle. Wir werden ja auch oft gefragt, Mensch, macht denn wirklich dieses eine Kilo dann was aus? Wir befinden uns hier eben im Grenzbereich und da vergleichen wir das immer gerne mit dem Bild des Wasserfasses, was eben vielleicht auch 200, 300 Liter fest, aber irgendwann reicht eben wirklich ein Tropfen aus, dass es überläuft. Und das kann man sich am Anfang eben auch nicht vorstellen, dass ein Tropfen dann irgendwann zu viel ist bei 300 Litern. Und ähnlich muss man sich das dann eben auch hier vorstellen. Man findet sich im absoluten Grenzbereich und selbst bei 200 Kilogramm kann dann irgendwann mal ein Kilogramm eben zu viel sein. Und so schien das auch bei ihr, denn es war eine recht knappe Geschichte. So ist der Stand momentan. Also Escobar mit einem Versuch. Uns fehlen noch Ri, Nordkorea. Kuo, die nächste sein müsste, mit 100 Kilogramm. Taiwanerin steigert jetzt auf 103. Damit Escobar wieder am dransten. Und Wei Deng möchte mit 105 Kilogramm anfangen. Die fehlen also alle noch. Schade, dass uns diese Informationen nicht immer vom Wettkampfsystem die gesamte Zeit zur Verfügung gestellt werden in der Fernsehgrafik. Das wünschen wir uns ja seit Jahren. Und jetzt also sehen würde, für wen tickt hier gerade die Uhr? Vor allem, wo steht die Uhr? Freund. Klasse bis 58 Kilogramm. Drei Damen fehlen uns noch. Eine von denen ist Yongwa Ri aus Nordkorea, aus der Volksrepublik Korea. Und die kommt jetzt. Anfangsversuch. 103 Kilogramm. Lief also offensichtlich gut hinten im Aufwärmraum. Stand ursprünglich mal mit 100 Kilo in der Liste. Jetzt geht es erst mit 103 los. Ebenso bei Kuo aus Taiwan. Bei den Asienmeisterschaften in diesem Jahr hat sie den zweiten Platz belegt. Dort 105 Kilogramm gerissen. 130 dazu gestoßen. Anfangsversuch hier 103, also scheint auch hier in einer sehr guten Verfassung zu sein. Ja, können wir das bestätigen? Kann man soweit bestätigen. Mit 103 Kilogramm ist sie jetzt schon 2 Kilogramm dran an der Last von den Asienmeisterschaften, also kann man schon von annähernd gleichem Niveau sprechen. Und zwei Versuche hat sie ja noch, um ihr Ergebnis noch zu verbessern. Technisch gut ausgebildet, dass man soweit sehen konnte. Da kann die Trainerin zufrieden sein. So, jetzt die Frau aus Taiwan. Ebenfalls 103 Kilogramm, 19 Jahre alt, Körpergewicht 57,73. Hat die Universiade in diesem Jahr in ihrer Gewichtsklasse gewinnen können, hat dort 104 gerissen. Bei den Asienmeisterschaften hat sie gewonnen. Und hier zeigt sie auch eindrucksvoll, dass sie eine Mitfavoritin ist. Sie noch eine junge Dame, sie eine von drei Juniorinnen hier in diesem Feld. Eine weitere ist schon fertig, Toma aus Rumänien und die Chinesin Wei Deng ist auch noch Junior.
Escobar, die Frau aus Ecuador. 103 Kilogramm. Großer Sprung für sie von 98 Kilogramm, die sie im ersten Versuch geschafft hat, auf 103. Körpergewicht 57,32. Könnte in Führung gehen. Damit. Im Moment auf Rang 3 mit den 98 Kilogramm aus dem ersten Versuch. Sieht man sehr schön diese Daumenklemme, von der Marc immer redet. Daumen drum, die Finger halten den Daumen fest. So ist die Hantelstange eingeklemmt. Die Bandage aufgegangen, stört sie aber nicht weiter. Also, stark. So, kriegt es auch jetzt erst mit. Nicht schlecht, oder? Nee, es hat sie schon bekommen. Man merkt an den Knie, dass die Spannung da ein bisschen verloren geht, aber hat gut reagiert. Hat du sich meinst, sie ist dann im Freudentaumel losgegangen. Wahrscheinlich heute Abend noch der Hersteller dieses Klettverschlusses verklagt. Auf jeden Fall. Aber wir hatten ja gesagt, im ersten Versuch sah es ein bisschen knapp aus, hat sich da aber hier trotzdem schön verkauft, auch im zweiten Versuch mit 5 Kilogramm Steigerung. Auch diese Last geschafft und damit, wie gesagt, die Führung übernommen. Erst einmal im Reißen. Chinesin. Die 20-jährige Wei Deng, Studentenweltmeisterin des letzten Jahres, Juniorenweltmeisterin aus dem Jahr 2011, Weltmeisterin aus dem Jahr 2010, hat die Olympischen Jugendspiele 2010 gewinnen können, war Jugendweltmeisterin 2009, also sie kennt eigentlich bisher nur Platzierung 1. Jugendweltrekorde schon aufgestellt. Sogar Weltrekorde bei den Damen auch, gerade bei der Studenten-WM mit 244 Kilogramm im Zweikampf. Also Junioren-Weltrekord, meinte ich damit. Und ich sag mal so, schon nun ihre Anfangslasten sind ja schon 240. So, damit hätten wir die letzte. Wei Deng aus China. Junioren. 105 Kilogramm. Sie hier will 106, Ri 107, Deng auf 108 gesteigert. So. Juniorenweltrekord liegt bei 110 im Reißen. Also da sind wir schon relativ dicht dran. Ja, wir haben zwei Juniorinnen noch im Geschehen. Sie und die Chinesin. Jawohl. Schöner Versuch. Hat zwar auch in der Ocke mal kurz gearbeitet, das hat man gesehen. Die Knie haben sich relativ stark nach vorne und nach hinten bewegt. Das aufgrund der Tatsache, dass sie auch mit der Hüfte gearbeitet hat. Und dadurch verändern sich diese Winkel, aber am Ende die richtigen Bewegungen durchgeführt, um die Hantel zu fixieren. Ruhe reinzubringen und schön geradlinig aufgestanden und damit ist sie die derzeit Führende. Escobar haben wir auch noch mit ihrem letzten Versuch. 106 Kilogramm. Körpergewichtsvergleich, sie die leichtere, kann also in Führung gehen. Muss dann allerdings zuschauen, denn die anderen haben noch Versuche. Q1, Ri und Deng. Je zwei.
Also das wäre für mich jetzt eine große Überraschung, wenn sie diese 106 Kilogramm tatsächlich auch noch schaffen sollte. So, nichts da mit Überraschung. Also bleibt auf dem dritten Rang. Kann jetzt aber gleich von Rie dort abgelöst werden. Also schauen wir uns gleich in der Zeitlupe nochmal an. Die Last war einfach zu schwer. Da hat die Zughöhe nicht ausgereicht. Da hat sie gar keine Chance gehabt, die Hantel weiter noch nach hinten zu ziehen. Da war sie schon auf dem Weg nach unten. Und somit fällt die natürlich runter. Die Nordkoreanerin. Jonghwa Ri. Wir sagten es noch nicht im Medaillengeschehen drin. Braubchen jetzt also. Jetzt also die Medaille sichern, genau. Wäre die Führung für sie mit 107 Kilogramm und die sichere Medaille. Denn nur noch Ku, die Frau aus Taiwan, und die Chinesin Deng sind dann noch mit ihr im Rennen. Bisher mit 103 Kilogramm aus dem ersten Versuch auf Rang 4 rangierend. Jetzt also der wichtige Versuch für die Absicherung der Medaille. Ah, haben Sie gesehen, wie die Hacken hochgingen, wie die fast auf den Zehenspitzen dort in der Hocke war? So, Escobar, bleibt die Hoffnung auf eine Medaille. Damit wird Ri die nächste Heberin bleiben. Hier nochmal die Zeitlupe. Ja, geradlinig gehoben, schön eng am Körper, jawohl. Aber eben diese letzten paar Zentimeter, die haben gefehlt, die sie die Hantel auch wieder in den Schwerpunkt zurückziehen muss. Also in dem Moment, in dem sie sich in die Hocke setzt, darf sie die Hantel nicht einfach nur treiben lassen. Man muss sie weiter versuchen, auf die Hantel einzuwirken, sich also an der Hantel nach unten regelrecht ziehen und dabei die Hantel auch noch ein Stück nach hinten bringen. Extrem anspruchsvoll natürlich, was die technischen Parameter betrifft, diese Teildisziplin, das Reißen. Aber wenn man da eben nicht genau arbeitet, kann die Hantel ganz schnell dann runterfallen. Hat nochmal alles versucht, um dagegen anzukämpfen. Hier schon die Vorbereitung der Konkurrentinnen. Aber jetzt erst einmal der dritte und letzte Versuch für die Nordkoreanerin Jonghwa Ri. 107 Kilogramm. Noch einmal. Immens wichtig für sie, dieser Versuch. Denn sollte sie ihn schaffen, hat sie sich eine Medaille gesichert. Bleibt sie ohne Erfolg, bleibt sie auf Rang 4 hängen. Vor 6 Tagen Geburtstag gehabt. Vielleicht macht sie sich ja nachträglich ein kleines Geschenk. Macht sie nicht, macht sie Escobar aus Ecuador ein Geschenk. Mit der Bronzemedaille. Oh, wieder. Ah, und muss sie weglassen. Also wieder war es keine Frage der Zughöhe, die hat gereicht. Wieder war es eine Frage der Technik. Wieder stand die Hantel ein paar Zentimeter zu weit vorn. Und erneut hat sie versucht zu kämpfen, indem sie auf die Zehenspitzen geht, damit noch irgendwie den Schwerpunkt verlagern wollte. Aber das hat am Ende alles nichts genützt. Und somit, Ron hat es gesagt, mit 103 Kilogramm Bronze auf alle Fälle geht nach Ecuador. Wer holt sich Gold, wer holt sich Silber? Die Chinesin, die jetzt dran ist, Wei Ding. Momentan auf dem silbernen Rang mit 105 Kilogramm, die sie geschafft hat im ersten Versuch. Aber jetzt natürlich der Angriff auf die Position 1. Erst einmal. 108 Kilogramm. Oh, der Arm kommt so ein bisschen und die geht nach vorn weg. Hey, wird's ja doch noch spannend. Hier wird es ja noch spannend.
Weideng. Wir haben schon angefangen, über Weltrekorde zu reden, aber eine der Favoritinnen gerät erstmal ins Straucheln. Die Taiwanesin jetzt mit ihrem dritten Versuch, ebenfalls 108 Kilogramm, Körpergewicht 57,73, das der Chinesin 57,27. Das heißt, wenn sie diese Last hier schaffen sollte, würde sie die Chinesin nicht auf 109 zwingen, dann müsste die Chinesin einfach nochmal die 108 nehmen, die sie schaffen, dann hätte sie gewonnen. Ihr rechter Arm kam ein bisschen. Hält die Last, das ist erstmal hervorragend. Herzlichen Glückwunsch dafür. Aber wie sehen es die Kampfrichter? Ja, 2:1 bekommt sie diesen Versuch gültig, also eine Mehrheitsentscheidung. Der Hauptkampfrichter hat es ähnlich gesehen wie wir, hat eben auch sich gesagt, naja, rechter Arm ist ein bisschen eingeknickt gewesen und dann hat es ihn wieder durchgedrückt. Und das ist eben der Tatbestand des Nachdrückens. Das ist beim Gewichtheben verboten. Macht die Sache natürlich nicht einfacher, aber so ist nun mal das Regelwerk. Hier nochmal ganz schön zu sehen gewesen. Ihr rechter Arm ganz kurz eingeknickt. Und deswegen hat der Hauptkampfrichter eben diesen Versuch als ungültig gewertet. Aber am Ende 2:1 gültig. 108 Kilogramm bleibt in Führung. Aber ich hatte es gesagt, sie zwingt damit die Chinesen nicht auf 109, sondern die braucht jetzt eigentlich nur mitzugehen, also diese 108 Kilogramm, die sie ja schon im zweiten Versuch nehmen wollte, jetzt noch einmal anzugehen. Denn aufgrund des leichteren Körpergewichts ist ja die Chinesin bei gleichgebrachter Leistung im Vorteil. Warum es jetzt hier so lange dauert, kann ich mir nicht ganz erklären. Nicht steigern? Oder wird hinten noch diskutiert wegen diesem Nachdrückversuch? Es gibt sowieso keine Form des Protestes, also könnte ja die Jury aber nachträglich. Das kann vielleicht noch sein. So, dann möchte die natürlich auch anders steigern. Das kann davon abhängig machen. Ich sehe im Computer immer noch die 108. Also ja, da, sie wird ja nichts anderes machen. Selbst wenn der ungültig gegeben wird, muss er nicht mehr nehmen. Achso, okay, natürlich. Also 108 Kilogramm, jetzt der dritte und letzte Versuch der Chinesin Weideng. Sie ist die letzte hier im Rennen. Der entscheidende Versuch für sie, schafft sie ihn, ist sie Weltmeister im Reißen, schafft sie ihn nicht, muss sie sich mit Silber in Anführungszeichen begnügen. So, auch nicht so einer fürs Lehrbuch, aber einer für eine Goldmedaille. Am Ende doch Weideng. Wenn auch nicht so souverän, wie wir es oft von chinesischen Sportlerinnen sehen. Also Goldmedaille. Und nachher hat sie ja auch schon wieder für das Stoßen mit 5 Kilo mehr gemeldet als Ri, als Ku. Und haben einiges mehr als Escobar, als die ja, überraschende Bronzemedaillengewinnerin. Somit gehen die Athletinnen jetzt in eine kleine Pause zwischen Reißen und Stoßen. Können sich also nochmal etwas ausruhen. Und hier sehen wir in der Grafik nochmal den Endstand im Reißen. 108 Kilogramm für die eine Dame reicht es für Gold, für die andere für Silber aufgrund des unterschiedlichen Körpergewichts. Geht also Gold an die Chinesin Weideng. Silber geht nach Taiwan an Xing Qing Ku und Bronze holt sich die Frau aus 8 Kilogramm bewältigt hat. Also herzlich willkommen sagen zum zweiten Teil dieses Wettkampfes Marc Huster und Ron Ringgut. Wir grüßen Sie. Gold gab's im Reißen für die Chinesin Weideng, falls Sie jetzt erst zugeschaltet haben. Und Silber für die Frau aus Taiwan. Ku, Bronze an die Dame aus Ecuador, Maria Escobar. Sie hier, die Polin, die soeben 110 Kilogramm im Stoßen geschafft hat,
hat 92 Kilogramm gerissen, ist damit Achte geworden und hat sich damit jetzt hier schon mal ein Zweikampfergebnis gesichert. Und zwar in Höhe von 202 Kilogramm. Ist damit in Führung gegangen, aber das nur der Form halber. Wir sind ja erst ganz am Anfang dieses Stoßens. So, weiter geht es mit Elena Toma aus Rumänien. 111 Kilogramm ist die Last, die sie verlangt hat für den ersten Versuch im Stoßen. 19 Jahre ist sie, jung, 18 sogar erst, war zweite der Europameisterschaften in diesem Jahr. Und steht hier sehr gut auf mit dieser Last, gute Beinkraft, auch im Ausstoßen sieht alles super aus, technisch sehr gut, gibt es nicht viel zu sagen. Gültig und damit ist sie mit 206 Kilogramm im Zweikampf ausgestattet. Die, wie gesagt, 18-jährige Rumänin, die im letzten Jahr auch Junioren-Europameisterin wurde. Da hat sie 112 Kilogramm gestoßen. Als sie in diesem Jahr Vize-Europameisterin wurde, 117. Also da hat sie noch einen kleinen Weg vor sich, aber diese 111 Kilogramm sollten ihr Mut machen. Hier also der kleine Wartebereich, wenn man nicht mehr in den Aufwärmraum zurück möchte, wenn man einfach weiß, dass man nur noch 2-3 Versuche dazwischen hat und sowieso keine Zwischenversuche mehr nehmen möchte, also nicht mehr an die Hantel gehen will hinten im Aufwärmraum, dann kann man sich auch dort aufhalten, also wo die beiden Couch stehen. Die Gewichtheber Lounge. Mikiko Ando aus Japan, 113 Kilogramm, wiederum ihre Anfangslast im Stoßen, 90 Kilogramm hat sie gerissen. Zehnter Rang für sie damit und jetzt eben diese 113 Kilogramm. Bei der Universiade in diesem Jahr hat sie 118 gestoßen, das auch ihre persönliche Bestleistung. Man muss da zwar schon sehr tief in die Hocke, aber kommt gut raus, steht auch etwas tief im Ausfallschritt, ja, bekommt sehr zeitig das Abzeichen, aber korrigiert dann selber noch einmal, ganz wichtig, weil es ja auch sein könnte, dass sie die Hantel dann fallen lässt, hatten wir alles schon, die Athletin oder der Athlet war noch nicht fertig mit dem Versuch, ist noch ein bisschen gelaufen, trotzdem kam das Abzeichen, er hat sich gedacht, naja gut, wenn die Kampfrichter sagen, ich kann fallen lassen, lasse ich halt fallen. Und die Jury hat nachträglich diesen Versuch ungültig gewertet, weil sie gesagt hat, der war eben noch nicht fertig. Was man dem Athleten ja nicht zum Vorwurf machen kann, weil der hat das Signal gehört, dass er die Hantel runterwerfen kann. Und deshalb sind also die Athletinnen und Athleten angehalten, selbstständig den Versuch wirklich regelgerecht zu Ende zu führen. So wie im Fußball, wenn man glaubt, dass man nicht abseits war, noch sicherheitshalber das Tor schießen. Ja, ein bisschen komische Regelung, oder, Marc? Ja, auf alle Fälle. Sehr, sehr seltsam. So, 113 Kilogramm, auch für die Mexikanerin. Standstoßtechnikerin. Ja, erklären wir gleich nochmal den Begriff Standstoßtechnik. Also es gibt ja die klassische Ausstoßvariante, wo man in den Ausfallschritt springt, also vorderes Bein und hinteres Bein setzt. Bei der Standstoßtechnik werden die Füße halt wirklich nur seitlich gesetzt. Damit hat man natürlich sehr schnell wieder Kontakt, kann sehr schnell auf die Hantel einwirken, aber die Stabilität nach vorne und nach hinten ist nicht so groß wie beim Ausfallschritt und damit muss man natürlich technisch dort sehr, sehr gut und sicher arbeiten und das ist ihr nicht so gelungen. Da wir noch ein bisschen Zeit haben, bis es hier richtig in die Vollen geht, nochmal der Hinweis, die Stammzuschauer von Ihnen wissen das, wir sind bei Facebook unterwegs unter Eurosport Gewichtheben, wer also etwas loswerden will, der kann das sehr gern machen. Eine interessante Frage gibt, werden wir die natürlich auch gern aufgreifen im Programm. Mexikanerin bleibt damit die nächste, so wie es aussieht. Hat damit also 2 Minuten Zeit. Das, was Sie hier sehen, das sind so gummierte Bandagen.
Zum einen soll damit natürlich das Kniegelenk schön warm gehalten werden, zum anderen aber auch die Spannung in der Hocke erhöhen. Das heißt also, dass man etwas leichter aufstehen kann aus der Hocke, nach oben kommt. Daher also diese Bandagen. Handgelenksbandagen sind dafür da, dass das Handgelenk unterstützt wird. Es herrschen ja große Drücke auf den Handgelenken, wenn die Hantel da über dem Kopf gehalten wird. Und damit das Handgelenk an sich da etwas stabilisiert wird, gibt es eben diese Bandagen. Und der Hebergürtel soll den Band- und Stützapparat unterstützen und die Spannung dort bringen. Also wenn man in der Hocke dann Bauchmuskulatur anspannt und gegen diesen Gürtel spannt, da hat man ein besonders gutes, stabiles Gefühl als Hilfsmittel. Und der Umsatz. Jetzt muss sie etwas konsequenter arbeiten. Wieder tief in der Hocke. Ja, das ist ganz schwierig. Also in dieser Standstoßtechnik in die Hocke zu gehen, wenn da die Beweglichkeit im Schultergürtel nicht da ist, dann zieht man durch diese Unbeweglichkeit oder durch diese fehlende Beweglichkeit mit dem Schultergürtel die Hantel selber nach vorn. Und dann wird es natürlich sehr, sehr schwer, die zu halten. Dann sehen wir vielleicht nochmal von der Seite hier. In die Hocke, aber hier war es sogar, dass die Hantel nach hinten gefallen ist. Also da war es einfach die fehlende Stabilität, ich hatte es ja gesagt, nach vorn und nach hinten. Julia Kalina aus der Ukraine beginnt mit 114 Kilogramm. Was siebte nach dem Reißen, ja nur einen gültigen Versuch, diese 94 Kilogramm. Umsetzen an sich bei diesem ersten Versuch noch nicht das Problem. Und der Ausstoß auch nicht. Sie also wieder mit der klassischen Ausstoßtechnik. Dass ein Fuß vorn und ein Fuß hinten gesetzt wird. Also auseinander springt. Nicht nur seitlich, sondern nach vorne und nach hinten vielmehr. Und damit eine bessere Stabilität hat nach vorne und nach hinten. Und diese Technik hat sie gewählt. Und damit ist sie erfolgreich. 208 Kilogramm, damit ihr derzeitiges Zweikampfergebnis, die Führung. Elena Schadrina. So ein bisschen ins Straucheln geraten durch ihren zweiten Versuch im Reißen. Diese 96 Kilo, die sie wiederholen musste im dritten, dort geschafft. Ich gehe davon aus, dass sie die spielend umsetzen wird. Wie wir das von den Russinnen gewohnt sind. Kein Problem für sie, 115 Kilogramm drin in der Wertung. Die Kniebandagen, die Sie bei ihr sehen, das sind mehr solche Knieschläuche, das heißt also Stulpen oder wie man dazu sagen möchte. Eigentlich die gleiche Funktion wie die Bandagen, auch dort sollen die Knie schön warm gehalten werden, auch dort soll durch diese Gummierung dann ein bisschen mehr Spannung erzeugt werden in der Hocke. Also hat so eine Substanz bzw. einen Stoff so ähnlich wie Neopren. Ist das sogar Neopren? Ich weiß nicht hundertprozentig, ob es wirklich Neopren ist oder einfach so was Ähnliches ist. Egal. Ja. Joanna Wolochowska kommt nämlich gerade. Die Polin mit ihrem zweiten Versuch von 110 auf 115 Kilogramm. Also eine WM in Polen, hier zu Hause also. Bei den Kollegen. Ursprünglich sollte sie in Warschau stattfinden. Wir hatten ja schon mal eine WM in Warschau, ne, Marc? Ja. Der jüngeren Vergangenheit, meine ich. Und guck mal an hier. Stoßen. Läuft. Zweiter Versuch auch drin. Achte war sie nach dem Reißen. Dritte damit im Zweikampf. So weiter geht es mit der Rumänin. Von
111 auf 116 Kilogramm, 5 Kilo Sprung. Momentan im Stoßen auf Rang 5 und im Zweikampf auf Rang 4. Und könnte mit dieser Last hier im Stoßen die Führung übernehmen und im Zweikampf auf Rang 2 kommen. Für den Moment. Gut umgesetzt. Starke Beine. Uiuiui. Bisschen weich geworden dann im Ausfallschritt, also im Ausstoß. Man merkt sie natürlich selber auch, ist unzufrieden, aber glücklicherweise gehalten diese Last. Zwischenziel erreicht. 211 Kilogramm im Zweikampf, Rang 2 momentan. Er führt mit gleicher Last Elena Schadrina aus Russland aufgrund des leichteren Körpergewichts der Russin. Also hier nochmal der Ausstoß, ein bisschen wackelig zuging für die Rumänen. So, Japan möchte sich wieder zeigen hier draußen. Nach den 113 im ersten geht es jetzt auf 117 Kilogramm für Mikiko Ando. Zehnte nur gewesen. Im Reißen, ja. Könnte jetzt mit 117 erst einmal die Führung übernehmen im Stoßen. Zweikampf allerdings wäre es nur Rang 5. Aufgrund des doch schlechten Ergebnisses aus dem Reißen. So, 117 Kilogramm. Das wäre ein Kilogramm unter ihrer aktuellen persönlichen Bestleistung. Ah, gut umgesetzt. Gleich aus der Hocke rausgekommen. Musste also nicht in der Hocke erst warten. Naja, und dann doch einen recht soliden Ausstoß hingelegt. So ein bisschen nach vorn gerannt, bisschen nach vorn ausgestoßen also. Aber hat gleich die Bremskräfte aufbringen können. Ist also nicht sehr tief in den Ausfallschritt gerutscht. Und somit, wie gesagt, die Führung übernommen im Stoßen. So, hier, schön zu sehen gewesen, dass sie wirklich in dem Moment, als die Füße wieder den Boden berührt haben, sofort festgemacht hat. Gar nicht erst sehr tief in den Ausfallschritt gehen musste. Sie sitzt jetzt in der Lounge. Längst das ukrainische Lager ist bereit mit Julia Kalina von 114 auf 118. Kann damit im Stoßen und im Zweikampf die Führung übernehmen. Im Stoßen ist sie zurzeit nur Fünfte. Nee, knicken ihr die Arme ein. Also nicht konsequent genug rausgefeuert. Der war erstmal nichts. Bleibt auf ihrem dritten Rang mit diesen 208 Kilogramm, also auf Rang 3 im olympischen Zweikampf. Lochowska sollte die nächste sein, die 118 Kilogramm verlangt für ihren dritten Versuch. Da ist sie. Also, letzter Versuch hier für die Polin in Polen bei der Weltmeisterschaft. Traf w odbicie i trzymaj grzbiet! Kämpft sich dort erstmal hoch. Sie Kampfversuche kämpfen von vielen polnischen Damen allerdings. Die Kraft, die dabei verloren geht bei so einem Kampfversuch, die fehlt dann. Für den Ausstoß also nichts da. 4 gültige Versuche für sie. Und auf
den vierten Rang im Stoßen, auf den vierten Rang im Zweikampf. So, die Rumänen, Loredana Elena Toma, ihr dritter Versuch, 118 Kilogramm, hat er mit 111 und 116 Kilogramm bisher zwei gültige Versuche zeigen können, kam somit bisher auf 211 Kilogramm im Zweikampf, Rang 2 dort, aufgrund des schwereren Körpergewichts gegenüber der Russin Elena Shadrina. Das kann sich jetzt ändern. Wenn sie hier diese 118 Kilogramm schaffen würde. Ja, solide umgesetzt, schön schnell die Ellenbogen gebracht. Kämpft sich dort nach oben, jawohl. Und kann gerade so die Bremskräfte aufbringen. Im Ausfallschritt nicht noch tiefer zu kommen, Gefahr zu laufen, dann mit dem hinteren Knie die Heberbohle zu berühren, das wäre nämlich verboten, da wäre der Versuch ungültig, aber so hat sie es gut gemacht und hat sich ihre Chance hier gewahrt, geht in Führung im Stoßen und auch im Zweikampf. Ja, steht relativ weit vorn, aber bringt dann das vordere Bein richtig zum Einsatz, drückt dort entgegen, kann die Hantellast also aufhalten in ihrem Trend nach unten. Julia Kalina, nochmal 118 Kilogramm. Die hatte schon mal ein ganz anderes Niveau bei den Olympischen Spielen im letzten Jahr. Da hat sie 129 Kilogramm gestoßen. So, dass sie das umsetzen kann, das kann man sich vorstellen bei diesen 118. Aber was ist jetzt im Ausstoß? Besser. Viel besser. Die 118 Kilogramm sind also auch bei ihr in der Wertung drin. Und damit hat sie mit 118 Kilogramm jetzt die Führung im Stoßen zumindest übernommen. Ja, im Zweikampf ist es nur der zweite Rang von 3 auf 2. Uns fehlen aber noch 4 komplett. Escobar aus Ecuador, Ri, die Viertplatzierte nach dem Reißen, Kuo, die Silbermedaillengewinnerin und Wei Deng aus China. Ecuadorianerin macht sich so langsam bereit, ist aber noch nicht die nächste. Erst kommt die Russin, erst kommt Elena Shadrina, die etwas durchgereicht wurde auf Rang 3 momentan. Aber sie hat ja noch zwei Versuche im Stoßen. Steht also mit 211 Kilogramm derzeit im Zweikampf zu Buche. Und genauso konsequent, wie wir das im Reißen schon gesehen haben, nimmt sie hier die Bühne ein. 119 Kilogramm jetzt für sie im zweiten Versuch des Stoßens. Wäre die Führung im Stoßen und auch wieder im Zweikampf. Ist ja eine sehr austrainierte, kernige, extrem muskulöse Sportlerin. Aber ich glaube, dass eine gewisse Geschmeidigkeit dabei auch fehlt. Ne? Ist immer alles ein bisschen hölzern, was sie so zeigt. Maria Escobar Guerrero. Im Reißen mit 103 Kilogramm die Bronzemedaille gewonnen und beginnt jetzt bei 120 Kilogramm ihr Stoßen. Das war auch das Ergebnis, was sie geschafft hat bei den Panamerikanischen Meisterschaften in diesem Jahr, als sie gewonnen hat. Und auch im Reißen hat sie ja hier mit einer Last begonnen, die sie zu diesen Panamerikanischen Meisterschaften am Ende geschafft hat. Also gute Entwicklung genommen bis hierhin. So auch im Stoßen. 120 Kilogramm Anfangslast für sie.
Aber hohe Anfangslasten heißen ja nicht unbedingt, dass man die dann auch gleich mit einer Leichtigkeit schaffen muss. Zughöhe soweit in Ordnung gewesen. Allerdings, jetzt sehen wir es hier wirklich von der Seite, ja, zu stark vorne rausgelassen. Hier hat man es schön gesehen bei der Streckung, also bei der Beschleunigung an den Oberschenkeln. Da hat sie die Hantel nicht eng am Körper gezogen, sondern hat sie ein bisschen vorne rausgelassen und dann nicht mehr wieder zurück in den Schwerpunkt gezogen. Und somit setzt sie sich zwar in die Hocke, aber die Hantel ist eben zu weit vorn. Die Ellenbogen rutschen ihr dann runter und sie muss die Last ausklinken lassen. Der Zwischenstand, meine Damen und Herren, hier auf der Anzeigetafel in der Grafik zu sehen mit 119, führt also im Stoßen die Russin Elena Schadrina. Aber das alles immer unter der Maßgabe, dass uns noch drei komplett fehlen, die großen Favoritinnen. Und zu denen zählt auch wieder Yongwa Ri, die Nordkoreanerin, die ja nur 103 Kilogramm geschafft hat im Reißen, nur diesen einen Versuch. Während wir hier schon die Chinesin sehen, Wei Deng, die mit 135 als Letzte einsteigen will. Weiter geht's im Geschehen hier. Nach nicht bewältigten 120 geht Escobar aus Ecuador noch einmal im zweiten Versuch an 120 Kilogramm dran. Könnte auf 223 Kilogramm im Zweikampf kommen und das wäre die Führung für sie. Also wäre schon ein wichtiger Einstand. Stoßen. Besser. Leicht aufgestanden. Kraft hat sie also. Und auch im Ausstoßen zeigt sie, dass sie es eigentlich kann. Und bestätigt damit, dass es ein technischer Fehler war. Macht sich aber sofort die Bandagen ab. Entweder muskulär da ein paar Probleme. Im Allgemeinen die Bandage so straff gewickelt, damit sie eben gut aus der Hocke rauskommt. Hebt so ein bisschen den Hintern beim Wegheben als erstes. Läuft damit natürlich auch Gefahr, dass die Hantel dann bei der Beschleunigung etwas mehr nach vorne rausgelassen wird. Weil sie einen größeren Rumpfwinkel öffnen muss. Aber hier macht sie es gut. 120 Kilogramm geschafft. Die Führung für sie im Stoßen und im Zweikampf. Mikiko Ando aus Japan ist die nächste. Letzter Versuch für sie, nochmal eine Steigerung um 4 Kilogramm, kommt also von 117. So, im Zweikampf weiß sie, dass sie da nicht in die Medaillenränge kommen kann, aber im Stoßen wäre es die Führung und dann müsste sie abwarten, was dann noch passiert. Oh, gerade so über den sogenannten toten Punkt gekommen. Ah. Obwohl sie im zweiten Versuch ja noch gut gearbeitet hat im Ausstoßen, war hier dann doch das Ende erreicht. Die Kraft hat nicht mehr ausgereicht, um dann wirklich technisch sauber zu arbeiten im Ausstoßen. Aber die Tradition setzt sich hier fort, dass nach ungültigen Versuchen auch mal herzlich gelacht wird. Hat sich zumindest nicht vorzuwerfen, dass sie nicht gekämpft hat. Aber hier zu sehr ins Hohlkreuz gegangen, die Hantel zu weit nach vorn rausgestoßen und somit keine Chance, die zu halten. Elena Schadrina, die Russin. Von 119 Kilogramm geht sie auf 122 Kilogramm. Wäre für sie wieder die Führung im Stoßen. Im Zweikampf würde sie auf Rang 2 bleiben. Auch wieder solide umgesetzt, kein Problem. Kommen mir die Arme aber ganz schön. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was dort die Kampfrichter sagen. Ihr Linker von uns aus rechts gesehen. Good lift. Wir haben sogar alle drei so gesehen.
So. Den gucken wir nochmal an. Ja, genau den Arm wollen wir sehen. Das war der andere. Aus der Perspektive fast gar nicht zu sehen. Haben wir uns darüber schon mal aufgeregt? Nein. Niemals. Noch nie. So. Die Bronzemedaillengewinnerin aus dem Reißen. Jetzt die Chance, auch im Stoßen wieder die Führung zu übernehmen. Mit 223 Zweikampfkilo hat sie die Führung. Momentan im Zweikampf also ohnehin schon. Könnte die dann ausbauen. 2 Kilo. Jawohl, guter Umsatz. Dann wieder die Griffbreitenvergrößerung für den Ausstoß. Und dann auch wieder ein sehr solider Ausstoß. Hinten dran, 122 Kilogramm. Ah, wird sich schon ein bisschen ärgern, denn wenn die 120 Kilogramm im ersten Versuch ihr gelungen wären, dann hätte sie noch einen Versuch jetzt. Aber wer weiß, es kann ja auch sein, dass ihr tatsächlich ein bisschen Probleme hat, muskulärer Art. Man hat es gesagt, 225 Kilogramm, jetzt das Ergebnis für sie im Zweikampf, damit die Führung also ausgebaut und im Stoßen wieder übernommen mit diesen 122 Kilogramm, denn sie ist etwas leichter als Elena Shadrina, die ja auch diese 122 Kilogramm geschafft hat, und zwar 270 Gramm. Jetzt geht's allmählich ans Eingemachte hier in der Klasse bis 58 Kilogramm. Denn jetzt kommt Yongwa-ri. Im Reißen noch leer ausgegangen mit nur einem gültigen Versuch, 103 Kilogramm im ersten. Also kann hier sofort mit einem Versuch im Stoßen. Und sie verlangt 132 Kilogramm. Die Führung im Stoßen und die Führung im Zweikampf übernehmen. Bei den Asienmeisterschaften in diesem Jahr, als sie Zweite wurde, 130 Kilogramm geschafft im Stoßen und beginnt hier gleich mal mit 132. Oh, wieder die Zehenspitzen, nur noch der Teil des Fußes gewesen, die den Boden berührt haben. Also für einen Anfangsversuch schon sehr, sehr schwer. Ja, und die Kraft fehlt hier. Mit der Kleinen. Also das haben wir im Reißen auch schon beobachten können, dass sie die Hantel eigentlich gut beschleunigt hat, Zughöhe aufgebaut hat, aber dann stand die zu weit vorne und sie hat immer alles versucht, ist auch auf die Zehenspitzen gegangen, also hat die Fersen angehoben, um nochmal irgendwas retten zu wollen. Auch hier zu sehen gewesen, gerade eben in der Hocke, wieder die Hantel etwas weit vorn, musste also wieder die Fersen anheben, das kostet immens Kraft. Sich dann nochmal neu aufzubauen, Spannung aufzubauen, beziehungsweise in dieser Situation diese nicht zu verlieren, vollends. Die Kraft fehlt dann eben für den Ausstoß. Und auch wenn es eine Anfangslast ist, aber dieses ja auch schon relativ dicht dran an der Finallast, also an der absoluten Grenzlast, die sie dann nehmen möchte. Das sind ja vielleicht so 5 Kilogramm maximal Unterschied. Und somit muss man also dort auch schon sehr konsequent arbeiten. Und niemand anders hilft ihr. Sie selbst bleibt also dran. 132, denn Kuo, die Silbermedaillengewinnerin aus dem Reißen, möchte 133 für den Anfangsversuch nehmen. Und Wei Deng, wir sahen es auch kurz zuvor, die Karte liegt immer noch hinten mit dieser einen einzigen Meldelast beim ersten Versuch. 135 Kilogramm. So, also. Gleiche Ausgangsposition. Schafft sie den nicht, steht sie nach wie vor mit leeren Händen da. Macht sie den, übernimmt sie die Führung im Stoßen und im Zweikampf und hat sich damit diese beiden Medaillen auch abgesichert. Denn es sind ja nur noch 2 andere im Wettkampf. So, schwer wieder und da rutscht sie ihr gleich runter.
diesmal muss man sagen, war es jetzt nicht die Technik, sprich also nicht, dass die Hantel zu weit vorn war. Diesmal hat einfach die Kraft nicht ausgereicht, musste an der Hocke sitzen bleiben. Auch dort war die Position nicht optimal der Hantel, also konnte nicht sofort aufstehen. Aber blieb auf dem ganzen Fuß. Und für einen Anfangsversuch sollte man trotz alledem noch in der Lage sein, auch aus der Ruhe aufstehen zu können. Hier schön zu sehen gewesen, dass dann die Hantel runterrutscht, weil natürlich der Rücken ein bisschen weich wird, etwas krumm wird, ob es an die Frisur sitzt. Ja, schwierige Situation für sie jetzt. Dann zweimal nicht aufgestanden. Macht nicht viel Mut. Ja, die Uhr tickt weiterhin gegen sie. 2 Minuten hat man also Zeit. Das chinesische Lager Wei Deng muss jetzt sicherlich auch warten, denn wenn die 132 gemacht hätte, wäre danach Ku dran gewesen mit 133 und dann sehr wahrscheinlich auch schon Deng. Aber durch diese Fehlversuche kommt also auch der Zeitplan für die anderen beiden so ein bisschen durcheinander. Ja, wer jetzt ganz genau hinschauen wird, ist sicherlich auch Maria Escobar Guerrero aus Ecuador. Es geht schon wieder für sie um die Medaille. Die ist immer noch unsere Führende. Also ganz klare Situation, so wie im Reißen vorhin. Macht Ri das Ding? Hat sie 2 Medaillen sicher? Macht sie sie nicht? Fährt sie leer nach Hause? Mit leeren Händen? Und Escobar hat auch hier Medaillen. Erneut 132 Kilogramm für die Nordkoreanerin. Ron hat es gesagt, schafft sie ihn, ist die Medaille sicher. Oder die Medaillen, Stoßen und Zweikampf. Ja, bleibt wieder in der Hocke sitzen. Diesmal reicht aber die Kraft, um aufzustehen. Jetzt sammeln, jetzt. Werden wir sehen, ob sie die Kraft hat für den Ausstoß. Hat sie nicht. Nichts, kein gültiger Versuch im Stoßen. Geplatzt. Tja, was der eine leid, ist der andere freut. Escobar damit sicher in den Medaillenrängen, denn sie ist noch die Führende und nur 2 Damen sind noch im Rennen. Schwerer Umsatz zwar auch wieder, aber sie kam wenigstens raus und dann viel zu weit nach vorn und sofort die Spannung verloren. Die Vorletzte steigt in den Wettkampf ein. Hier in der Klasse bis 58 Kilogramm. Gewichtheber WM in Polen, in Wrocław. Das ist aus Taiwan. Xing Shun Ku. Vize-Weltmeisterin. Im Reisen gewesen. So, muss ein Anfangsversuch umgesetzt werden. Und so muss ein Anfangsversuch ausgestoßen werden. Nur gültige Versuche für sie bisher. Das ist die einzige, die ja komplett alle Versuche schaffte im Reißen. Hat ja bei den Asienmeisterschaften in diesem Jahr sich ein schönes Duell mit Ri geliefert. Sie hier, Ku also mit dem glücklicheren Ende. Sie hat gewonnen, hat 134 Kilogramm stoßen können. Dazu kam 102 Kilogramm aus dem Reißen, waren dann 236 Kilogramm im Zweikampf. So, und die Chinesin ist auch jetzt im Wettkampf mit 133 Kilogramm. Also auch dort wurde etwas reduziert. Sollten ja eigentlich mit 135 beginnen, aber die sagen sich natürlich, puh, warum? Ich brauche ja nur mitgehen. Oh, und kommt nicht aus der Hocke. Sowas habe ich ja noch gar nicht gesehen bei einer chinesischen Gewichtheberin. Unglaublich. Also schon dieser Strauchler im zweiten Versuch des Reißens, wo wir schon dachten, naja, aber jetzt im Anfangsversuch. Vor allem gar keine Chance.
Chance zu haben, aufzustehen. Nicht nur, dass man sagt, na gut, technisch nicht sauber gehoben, war zu weit vorn, musste sie sofort rausblinken lassen, konnte also gar nicht ansetzen zum Kampf. Sie saß ja gut in der Hocke, musste zwar etwas warten, aber dann reicht die Beinkraft nicht. Also ein ganz, ganz seltenes Bild einer chinesischen Gewichtheberin. So, wer wittert jetzt hier morgen Luft? Natürlich Kuo, unsere Führende. Hier nochmal in der Grafik zu sehen, zumindest das Ergebnis des Stoßens. Kuo mit 133 Kilogramm in Führung. Und dahinter mit großem Abstand 11 Kilogramm. Escobar mit 122 Kilogramm, die sie im Stoßen geschafft hat. Die Favoritin Wei Deng kommt hier noch einmal auf die Bühne. 133 Kilogramm im ersten Versuch nicht geschafft, ja nicht mal umgesetzt. Schafft sie die Last, geht sie wieder in Führung, denn sie ist leichter als Kuh. Aber hat dann nur noch einen Versuch, Kuh hat dann noch zwei. Also hat sich hier aufgrund des ungültigen Versuches ein bisschen das Heft des Handelns aus der Hand nehmen lassen. Oh, aber gerade so aufgestanden mit der Last. Jetzt gucken wir mal, mit wie viel Überschuss die trainieren konnte. Nein, fehlt. Da fehlt die Kraft für den Ausstoß. So, naja, und Kuh, die haben natürlich von 133 auf 138 gesteigert. Das heißt, selbst wenn die jetzt auf die Idee kämen, die Chinesen, jetzt gönnen wir ihr eine kleine Pause, steigern um ein Kilogramm, das ist trotzdem die nächste. Also sie würden damit nur die Zeit gewinnen, die das Stecken dauern würde. So, jetzt hat aber einer ein richtiges Problem. Aber ein richtiges. Noch die Weltmeisterin im Reißen. Tja. Das kann ja bedeuten, dass sogar Shadrina hier noch was abbekommt. Die momentan auf dem dritten Rang liegt. Wenn sie also auch diesen dritten Versuch nicht schafft. Das hier die führende Kuh. Aus Taiwan. Sie geht das Ganze hier momentan überhaupt nichts an. Kann sein, dass sie, ohne dass sie nochmal was machen muss, hier Doppelweltmeisterin wird. So, die letzten Hinweise vom Betreuer. Ja, man versucht natürlich, die Athletin noch einmal darauf hinzuweisen, was sie richtig machen muss, aber wie viel kommt in dem Moment an? Das ist ja die große Frage. Da muss die Athletin jetzt ganz alleine durch. Da jetzt irgendwie an irgendwas zu denken, was man anders machen sollte, wäre jetzt wahrscheinlich zu spät. Jetzt muss man einfach versuchen, das Selbstvertrauen wiederzufinden, zu sagen, einfach nur Druck machen, durchziehen, so wie ich es auch im Training immer getan habe, so wie ich es bei den vielen, vielen Wettkämpfen davor getan habe und sich nicht beeindrucken lassen von der Tatsache, dass es hier ein ganz, ganz, ganz wichtiger Versuch ist. Ja, wieder schwer. Reicht's jetzt für den Ausstoß? Es reicht nicht. Eine Chinesin platzt und geht leer aus. Und jetzt müsste man hinten Bilder zeigen. Denn jetzt freut sich natürlich Escobar über die Silbermedaille, über den Vize-Weltmeistertitel und Elena Shadrina kriegt hier Bronzemedaillen. Und die Siegerin heißt Kuo, auch das steht in diesem Augenblick fest. Also in dem Augenblick gab es drei Glückliche hinten im Aufwärmraum und eine Unglückliche vorn auf der Bühne. Aber was schön war, was man sehen könnte, was sich auch ein bisschen verändert hat im chinesischen Lager, im Gegensatz zu vielen in Jahren davor.
Selbst nach einem solchen Missgeschick wird mit der Athletin noch gesprochen. Oh ja. Und zwar mit den Worten, wir sehen uns noch. Ich such dir dann mal die Zugverbindung raus. Genau. Was heißt Trampen auf Chinesisch? Also, von 133 auf 136. Junioren, Marc, müssen wir hier irgendwas wissen? Für den letzten Versuch, scheiße, vielleicht. Mann. 139 liegt er. Okay, jetzt gucken wir uns erstmal den hier an. Quasi als Zwischenversuch, weil sie lange warten musste. Schiebt aber den rechten Arm raus. Bin ich sehr, sehr gespannt. Wobei, vorhin gab es schon einmal Gnade. Gut, der Sprecher ist inzwischen auch wieder aufgewacht. Good lift. So, also. 140 im Dritten. Kann ich mir gut vorstellen, weil ansonsten ist die Messe für sie hier gelesen. Sie hat Gold im Stoßen, sie hat Gold im Zweikampf sicher. Warte mal, 244 Kilogramm war jetzt Einstellung auch des Junioren-Weltrekordes im Zweikampf. Also es würden 137 reichen, um einen neuen Junioren-Weltrekord im Zweikampf aufzustellen. Oh, der wurde gerade korrigiert. Aha. Der wurde gerade korrigiert. Also, wir haben das Nachdrücken gesehen. Die Jury sagt, so, damit wird hier natürlich korrigiert. So, Repeat heißt, sie nehmen die gleiche Last nochmal. Ja, wobei... Warum eigentlich? Ja, frage ich mich auch. Los, Weltrekord. So, 139 Kilogramm. Übrigens der Junioren-Weltrekord von Wei Deng. Von der Chinesin, die ja hier geplatzt ist. Die also dreimal 133 Kilogramm nicht geschafft hat. So, hier nochmal der Versuch von Sie Co. auf den Arm. Also ihr Rechter. Achtung, klick, klick. Na, kann man so als nachdrücken. 10. Ich bin der große Anhänger, dass diese Regel endlich mal abgeschafft wird. Aber mit einigen Leuten muss man da gar nicht drüber reden. So, also jetzt sind wir wirklich mal gespannt, ob sie tatsächlich wiederholen oder ob sie sich sagen, naja, von der Platzierung her sind wir durch, haben wir Gold im Stoßen und im Zweikampf, jetzt wollen wir einfach mal Richtung Rekord gehen. Und oben waren sie ja. Können auch nochmal verändern. Es bleibt so, wie es aussieht, bei 136 Kilo. Eigenartig. Oh. Gut, weil gerade auch immer mit so einem Versuch, der nur so leicht mit Nachdrücken ungültig war, ne, sagt man ja manchmal, ach komm, den haken wir im Hinterkopf mal ab als gültig. Den hast du gemacht. Das bisschen Ellenbogen noch, das stecken wir jetzt mal weg. Und jetzt steigern wir auf den Weltrekord. Den Junioren-Weltrekord in dem Fall. So will sie einfach nochmal zeigen, dass sie die Last beherrschen kann. Also, das ist die Weltmeisterin, die... Da ist ein Konter gekommen, nämlich, ja. Die den Beweis allerdings nicht antreten kann. Ein bisschen zu tief der Auftaktbewegung gewesen, kam in den Konter rein und damit ja, Spannung verloren. Rücken hat das weich geworden und somit stößt man dann die Last nach vorn raus. Vielleicht nochmal von der Seite anschauen. So. Von mir natürlich nicht so richtig. Aber er war zu weit vorn, sie konnte ihn nicht halten, war unwichtig, was die Platzierung betrifft. 133 Kilogramm, das Ergebnis im Stoßen. Gold, Weltmeistertitel damit und auch im Zweikampf mit 241.
war sie ja schon sichere Weltmeisterin. Hier das Ergebnis des Stoßes in der Grafik. Wie wir eben gesehen haben, Xing Hyun Ku, also mit 133 Kilogramm holt sich Gold, 122.